Nadine, vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab, die Story von dem Raum. Wir sehen ja schon hier ein bisschen was von der Einrichtung. Wo befinden wir uns? Ihr taucht hier in das frühe 20. Jahrhundert ein und werdet bald merken, dass ihr hier nicht so ganz alleine seid in diesem Raum. Es ist tatsächlich nicht unser erster Escape Room, sondern wir sind schon ein bisschen erfahren und haben auch schon einen Escape Room, der läuft, und haben uns gedacht, für den nächsten Raum, den wir machen wollen, da wollen wir was ganz Spezielles, ein individuelles, neues Konzept, das sich so ein bisschen von dem Raum, von der Stange unterscheidet. Außerdem war es uns furchtbar wichtig, dass das hier anwenderfreundlich und vor allem zuverlässig ist, denn nichts ist schlimmer, wenn mitten im Spiel die Technik versagt. Story, ein smarter Escape Room. Ich sehe es zum ersten Mal mit unserer Loxon-Technik. Was hast du hier umgesetzt? Was hast du gemacht? Ja, hier haben wir einen Escape Room gestaltet mit sehr viel alten Technik. War sehr interessant, hier alte Technik mit einzubinden, anzuschließen und eben über den Miniserver laufen zu lassen. Wir haben ja die Nano-IOs und die DE-Trees eingesetzt hier, um auch eben in der Technik platzsparend zu arbeiten, da ja auch hier der Platz ein bisschen begrenzt war. Die Schaltkästen haben sich natürlich auch dadurch angeboten, die Technik zu verstecken. Wir mussten alles auseinanderbauen, die alte Technik. Und ich habe jetzt gesehen, ich glaube, es sind auch unsere Spots an ja, der Decke, ne, natürlich, für die Beleuchtung, natürlich. Oder? Ja, wir brauchen ja auch hier in einem Escape Room unterschiedliche Lichtstimmungen. Und da bietet sich einfach der Spot an. Ja. Ich habe auch im Technikraum gesehen, einen Audio-Server habt ihr auch mit eingebunden. Das heißt auch, sagen wir mal, Effekt-Sounds oder was kommt hier über den Audio-Server? Jawohl, Audio-Server haben wir hier auch verbaut, um die Klänge realistisch wiederzugeben. Auf jeden Fall eine sehr interessante Aufgabe gewesen und auch herausfordernd. Ich glaube, das brauche ich nicht. Nimm's mal lieber mit. Okay. Viel Spaß. Danke. So, wie geht's jetzt? Ich glaube, ich brauche einen Tipp. Nadine, ich bräuchte mal einen Tipp. Ja, Moritz. Nadine, ich bräuchte mal einen Tipp. Gottes Willen. Du, jetzt musst du dich aber langsam mal beeilen. Ich habe eigentlich seit einer Stunde Feierabend. Hallo? Seid ihr noch da? Hallo? Hier, ich glaube, ihr müsst mich rauslassen. Ich komme sonst nicht raus. Nadine? Patrick? Stoi?